Im Newsletter 163 stellen wir neue Wohnzimmer und Möbel unserer Kunden bis zum Jahr 2019 vor. Nicht zuletzt mit edler Bibliotheksleiter, der Hundedame Linda und dem Meisterinnenstück unserer Sophia Wagner. Die 22. Werkstatttage beinhalten im April die Lesung mit Literaturkritiker Dennis Scheck, der am Mittwoch den 22. aus seinem Buch Kanon lesen wird. Am Donnerstag begleiten wir den Vortrag über den Wert der Weide und die naturschützenden Kühe von Gebietsvertreter Rainer Wölfel mit Köstlichkeiten vom Hutanger, dem Schwabhofschen Weideschwein und dem Kloß von Bürgis. Am Freitag feiern wir dann 30 Jahre Pro Natura mit einer Schlafwandlerung und vielen anderen Aktionen zum gesunden und ergonomischen Schlaf. Bis zum 29. Februar gibt es übrigens noch den Jubiläumspreis auf das ganze Schlafprogramm. Und auf der Möbelmesse wurden wir mit einer Ehrung als treue Wegbegleiter überrascht. Weil es immer auch etwas Feines zu essen geben wird, fertigen wir gerade jede Menge ganz unterschiedliche Tische, die uns danach zum Ausstellungspreis verlassen dürfen. Sie können sich Ihren jetzt schon reservieren, rufen Sie uns doch einfach an. Wir haben in unserer Lieblingszeitung Die Zeit wieder eine Gutscheinaktion gestartet. Vom Schneidbrett bis zum Stückchen Küche können Sie ihn für alles einlösen, was bei uns erhältlich ist. Die ehemalige RTL-Moderatorin Janine Steger hat ein Buch über ihren persönlichen Weg zur Nachhaltigkeit geschrieben. Wir durften vorab die PDF-Datei lesen und haben trotz anfänglicher Skepsis erkannt, dass sie es wirklich ernst meint, was Sie im Nachhaltigkeitsblog nachlesen können. Leider kocht sie nicht gerne, weshalb wir sie gleich zu unseren Kochworkshops eingeladen haben, die wir natürlich auch Ihnen ans Herz legen wollen. Schicken Sie uns einfach eine Mail, wenn Sie gerne mitkochen möchten. Wir laden Sie dann zu den nächsten, meist spontan entstehenden Terminen ein. Bis dann!